Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor einem Jahr titelte eine Tageszeitung die Überschrift »Schläge bis zum Tod«. Häusliche Gewalt hört nie auf, in der Regel wird sie nur noch schlimmer. Und diese Titelzeile trifft den Kern. Wer mal Erfahrungsberichte von betroffenen Frauen googelt oder auch anderswo liest, liest erschreckende Dinge. Ich habe vor kurzem von einer jungen Frau aus Bayern gelesen, die am helllichten Tag an der Bushaltestelle von ihrem deutschen Ehemann mit mehreren Messerstichen angegriffen worden ist. Sie ist fast gestorben. Sie hat die Tat nur knapp überlebt. Zuvor hat sie ein jahrelanges Martyrium erlebt, wie Tritte in ihren Bauch, als sie hochschwanger war und sie hat das Kind verloren. Immer wieder Demütigungen, Schläge und Beleidigungen. Aber auch nach dieser Messerattacke war es fast nicht möglich, dass ihr Anwalt sie zu einer Aussage bewegen konnte. Sie hatte Todesangst. Sie sagt, auch wenn mein Mann ins Gefängnis kommt, irgendwann kommt er wieder raus und dann habe ich wieder Angst. Diese Geschichten gibt es tausendfach, ja millionenfach weltweit. Hier mitten unter uns wird jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau vom Partner oder vom Ex-Partner getötet. Jede dritte Frau wird einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt und die Hälfte aller Frauen hat bereits Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht. Um es klar und deutlich zu sagen, es ist die Aufgabe eines Staates, seine Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt zu schützen. Ein starkes Hilfesystem ist elementar, um schutzbedürftigen Frauen und ganz wichtig auch deren Kinder Halt und Schutz zu bieten. Solch ein Hilfesystem braucht eine starke und verlässliche Finanzierung. Die Hauptverantwortung dafür liegt aber bei den Kommunen, aber auch bei den Ländern. Aber häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt werden in Deutschland kaum wahrgenommen. Es ist ein Tabuthema. Reden wir von einem Todesfall in einer Familie, wird von einem Familiendrama gesprochen, aber nicht von einem Mord, von einem Verbrechen. Die Studie Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen, veröffentlicht 2009, belegt, dass auch Frauen in mittleren und hohen Bildungs- und Sozialschichten Opfer von Gewalt werden. Es ist also auch die Anwältin, die Ärztin, die Geschäftsführerin, aber auch die Verkäuferin oder die Fabrikarbeiterin. Allein der Bereich Vergewaltigung in der Ehe war noch bis Mitte der 90er Jahre in unserer Gesellschaft überhaupt kein Thema. Ging eine Frau zur Polizei und berichtete von ihrer Vergewaltigung und es stellte sich heraus, es war der eigene Ehemann, wurde sie nach Hause geschickt. Ein Trauschein, das war ein Freibrief. Das Gesetz, das Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat machte, trat erst am 1. Juli 1997 in Kraft. Also vor gut 20 Jahren. Im Bundestag angenommen mit 470 zu 138 Stimmen bei 35 Enthaltungen. Und es waren die Parlamentarierinnen aller Fraktionen, die sich für dieses Gesetz eingesetzt haben. Die Abgeordneten. Die Abgeordneten der SPD haben damals zu 100% zugestimmt. Aus den Reihen der 138 aber, die mit Nein gestimmt haben, stammt auch der jetzige Bewerber für den Vorsitz der CDU Deutschland, Friedrich Merz. Da kann man nur hoffen, dass er hierzu mittlerweile eine andere Einstellung hat. In Deutschland wird seit 2004 regelmäßig eine Studie erstellt, die erschreckende Tatsachen offenbart. Es sind ja nicht nur die akuten Übergriffe und Gefährdungen, sondern auch die Tatsache, dass Frauen, die diese Gewalterfahrung gemacht haben, Folgeschäden ein Leben lang haben. Sie sind traumatisiert, dauerhaft krank, oftmals arbeitsunfähig, sozial isoliert und einsam. Und ihre Kinder sind von Anfang an in diese Gewalt involviert. Ich bin vor einigen Monaten eine Nachtschicht mit einer Polizeistreife gefahren. In einer Nacht zwei Fälle von häuslicher Gewalt. In dem einen Fall die Frau, der hat man büschelweise die Haare vom Kopf gezogen. Zwei Kleinkinder standen daneben und haben fürchterlich geschrien. Die Frau will nicht gegen ihren Mann aussagen. Die Polizistin hat mir gesagt, wir sind schon bereits das dritte Mal in diesem Haushalt. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November dieses Jahres wurden die aktuellen Zahlen offenbart, öffentlich gemacht. Und sie gingen natürlich nach oben, aber nicht deswegen, weil plötzlich mehr Migranten da sind, sondern weil andere Tatbestände in die Statistik aufgenommen worden sind, die es vorher nicht gab.
Trotzdem ist die Dunkelziffer extrem hoch. Zur Anzeige werden meistens Taten durch fremde Täter gebracht, nicht aber der eigene Partner, Chef oder Kollege oder jemand, den man auch nur flüchtig kennt. Hier ist die Hemmschwelle deutlich größer als bei fremden Tätern und oft gibt es auch eine Art Abhängigkeitsverhältnis zum Täter. Daher ist die öffentliche Wahrnehmung zu den Tätern, unter anderem von der AfD befeuert, leider sehr schräg. Denn es gibt in der Fallzahl nur einen äußerst geringen Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt und der gestiegenen Einwanderung. Ich will es an dieser Stelle noch mal klar betonen. Es darf in der öffentlichen Wahrnehmung keinen Unterschied machen, wer der Täter ist und woher er kommt. Diese permanente Unterscheidung, ob er Deutscher ist oder nicht, ist eine Verhöhnung der Opfer. Ich bin froh, dass auch auf Druck der SPD im Bund der Grundsatz Nein heißt Nein im Strafrecht verankert wurde. Nach der Silvesternacht 2016 in Köln hat der Bundesgesetzgeber die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. SPD-Justizminister Heiko Maas sah zu Recht die Verabschiedung des neuen Sexualstrafrechts im Bundestag Mitte 2016 als wesentlichen Schritt zum Schutz von Frauen in Deutschland an. Sie würden, so Maas, in Zukunft besser vor sexualisierter Gewalt geschützt, sagte er damals. Die Reform sei dringend notwendig, um eklatante Schutzlücken zu schließen. Denn auch hier gilt ab sofort der Grundsatz, Nein heißt Nein. Der aktuelle Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD hat zu Gewalt gegen Frauen klare Vereinbarungen getroffen. Hier geht es unter anderem auch um die Verpflichtungen aus der sogenannten Istanbul-Konvention und deren Umsetzung, wie auch ein eigenes Präventionsprogramm und ein Unterstützungsprogramm. Aber die Forderung nach einem gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf sofortigen Schutz und umfassende Hilfe für von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder klingt nach einer guten Lösung, findet aber bei den Ländern leider keine Mehrheit. Es mangelt eben an der Bereitschaft, auch finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen. Es ist gut, dass auf Betreiben der SPD in der Koalition im Bund vereinbart wurde, ressortübergreifende Maßnahmen zu bündeln und Lücken im Hilfesystem zu schließen. Studentinnen, auszubildende Frauen mit Migrationshintergrund und auch Flüchtlingsfrauen haben oft mit erschwerten Bedingungen in die Hilfesysteme zu kämpfen. Ich möchte hier unterstreichen, im Sinne aller schutzsuchenden Frauen muss eine sichere Finanzierung der Frauenhäuser gewährleistet sein, unabhängig von Einkommen, Aufenthaltsort oder Aufenthaltsstatus. Hier können wir aufgrund der steigenden Fallzahlen nicht mehr alleine den Kommunen die Verantwortung zuschieben. Es ist daher gut und richtig, dass die SPD-Frauenministerin Dr. Franziska Giffey sich mit Bund und Ländern an einen Tisch setzt, um mit allen Akteuren eine verbindliche Absprache zu treffen. Und jetzt mal der Blick nach Baden-Württemberg. Wir haben hier leider bis heute keine ausreichende Förderung für Frauennotrufe und Fachberatungsstellen erreichen können. Seit 2011 bin ich regelmäßig in diesen Fachberatungsstellen und auch in den Frauenhäusern. Die kommunale Finanzierung, das ist eine reine Freiwilligkeitsleistung und gibt damit eine starke Abhängigkeit von der jeweiligen Haushaltslage her. Frau Kollegin Neumann-Martin hat Emmendingen genannt. Ich weiß, dass bei uns im Kreistag immer wieder die Diskussion ist, das Frauenhaus in Freiburg zu unterstützen, obwohl nachweislich viele Frauen aus Emmendingen dorthin gehen. Also es ist immer wieder ein Kampf. Aber auch andere, wie die Trägervereine, müssen mit hohen Eigenbeteiligungsleistungen ihre Existenz sichern. Das führt dazu, dass die Mitarbeiterinnen, statt in Not betroffenen Frauen zu helfen, oftmals den größten Teil ihrer Arbeitszeit mit der Akquise von Spenden verbringen. Die Möglichkeit, mehr zu tun, haben wir mit unserem in der letzten Legislatur durch Katrin Altpeter verabschiedeten Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen. Hier sehen wir genau, wo wir noch handeln müssen, wo Bedarf auch ist. Und die in diesem Jahr fertiggestellte Bedarfsanalyse zur Vorhaltung eines bedarfsdeckenden Angebots an Frauen- und Kinderschutzhäusern und spezialisierten Fachberatungsstellen gegen Gewalt an Frauen, ein langer Titel, war auch Teil dieses Aktionsplans. Auf dieser Grundlage muss die Landesregierung handeln. Leider sind
weder im regulären Doppelhaushalt noch im jetzt vorliegenden Entwurf Finanzmittel dafür vorgesehen. Jetzt habe ich gelesen, dass es Ihr Ziel ist, Herr Minister Lucha, ich zitiere, ab 2020 einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr zu investieren, um bis 2022 dafür zu sorgen, dass flächendeckend Frauenhäuser und Beratungsstellen im Südwesten angeboten werden. Ich hoffe, Sie können uns anschließend in Ihrer Rede schon darüber berichten, wie weit die Absprachen dazu mit Ihrer Finanzministerin und mit Ihren Kollegen aus den grünen und schwarzen Fraktionen gediehen ist. Ich persönlich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie da nicht was machen wollen, auch der Staatssekretärin nicht. Ich wünsche Ihnen daher viel, viel Glück bei den Verhandlungen, dass Sie da etwas erreichen. Da haben Sie uns alle auf Ihrer Seite. Ich komme zum Schluss. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache und noch viel weniger ist sie eine Frauensache. Vielen Dank. Applaus